Vor dem Patronenwechsel müssen Sie zunächst das Kondensat ablassen und den Kompressor vollständig druckentlasten. Dann können Sie die Verschraubung lösen. Bei dem Filtersystem des PE100 sitzt die Patrone von unten im Filterkopf. Ziehen Sie die Patrone ab und wischen Sie das Filtergehäuse innen mit einem sauberen Tuch aus und prüfen Sie, ob gegebenenfalls Korrosionsschäden vorhanden sind. Sollten schadhafte Teile vorliegen, wechseln Sie diese aus. Entnehmen Sie die Patrone aus der Verpackung und achten Sie darauf, sie beim Aufschneiden der Vakuumhülle nicht zu beschädigen. Vor dem Patronenwechsel sind folgende Hinweise zu beachten. Aus Sicherheitsgründen darf bei Kompressoranlagen mit Benzinmotor nur die Patrone zur Trocknung, Entölung und CO-Entfernung mit der Bestellnummer 059183 eingesetzt werden. Bei Kompressoranlagen mit Elektromotorantrieb kann entweder diese Patrone oder die Triplex-Patrone mit der Bestellnummer 057679 verwendet werden. Entnehmen Sie die Ersatzpatrone erst beim Wechsel aus der Verpackung, da die hochempfindliche Patronenfüllung ansonsten durch die Umgebungsluft gesättigt werden kann. Versehen Sie den Zapfen der Patrone mit etwas Schmiermittel N19091 oder N19752. Setzen Sie die Patrone von unten in den Filterkopf. Die beiden O-Ringe am Patronenzapfen dichten die Entlüftungsbohrung ab. Dann den Filterkopf bis zum oberen O-Ring nur so weit in das Gehäuse einschrauben, dass der O-Ring leicht anliegt. Keinesfalls mit Gewalt festdrehen. Nachdem Sie den Deckel festgeschraubt haben, können Sie ihn wieder um eine Viertel bis eine halbe Umdrehung lösen. Der O-Ring dient als Dichtung. Die gesättigte Patrone ist Sondermüll. Hinweise hierzu und weitere finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Bauerkompressors.